Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, die Mandy. Ich befinde mich aktuell immer noch in meinem zweiten Clomiphen-Zyklus und zwar in der zweiten Zyklushälfte. Und was soll ich sagen? Also diese zweite Zyklushälfte geht mir so dermaßen an die Substanz. Ich bin gerade sehr, sehr in mich gekehrt, bin sehr mit den Gedanken Richtung Zukunft. Wird es überhaupt jemals was? Klappt es denn überhaupt? Weil mein Gefühl schreit gerade komplett nein, 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 es hat diesen Monat wieder nicht geklappt, so wie es die letzten 2,5 Jahre schon nicht geklappt hat. Wir kennen es ja nicht anders und also momentan bin ich wirklich gefühlstechnisch nicht so gut beieinander, weil ich mich einfach immer mehr frage, was soll denn noch passieren, was soll denn noch kommen? Ich bin kerngesund, bei uns schaut alles super aus, okay. Mein einer Eileiter ist zeitverzögert durchgängig, aber nichtsdestotrotz kann man so schwanger werden. Und wir haben ja schon 2,5 Jahre gewartet. Mein Mann hat ein Spermiogramm gemacht, wo auch rauskam, dass definitiv alles in Ordnung ist. Er hatte damals, um mal genauer darauf einzugehen, recht viel Sperma. Ich glaube, 60 Millionen sind normal und er hatte irgendwie 230 Millionen, weiß ich nicht, auf jeden Fall irgendwie das Fünffache von dem, was man haben sollte. Und davon waren zwar viele von der Qualität her irgendwie deformiert oder nicht so gut, aber eben wenn man das hochrechnet darauf, was ein normaler Mann an Spermiogramm hat, war die Menge von Gesunden, von Fitten auch wieder total im Normalbereich. Deswegen. Und deshalb verstehe ich nicht, 2,5 Jahre, Leute, ich habe einfach Angst, weil wer verspricht einem denn, dass es irgendwann bei uns allen klappt? Weil Fakt ist nun mal, die meisten werden im ersten Jahr schwanger, ein paar kommen noch danach, ein paar schaffen es mit künstlicher Befruchtung und dergleichen. Aber es gibt auch einfach welche, die auf der Strecke bleiben. Und da kann jeder noch so gut zureden und sagen, hey, das wird schon, das klappt schon. Es kann mir keiner versprechen, dass nicht ich derjenige bin, der einfach auf unerklärliche Weise niemals das Glück haben wird, eine Familie zu gründen oder ein eigenes Kind zu bekommen. Und das sind gerade so Ängste, die geistern gerade so sehr in meinem Kopf, weil ich einfach nicht mehr weiß, was noch passieren soll, was man noch machen soll. Und momentan ist es echt hart für mich. Also wie gesagt, ich bin in der zweiten Zyklushälfte, ich weiß es noch nicht. Jetzt dieses Wochenende wird sich's entscheiden. Da halte ich euch dann auch demnächst auf dem Laufenden mit einem Clomiphen-Update. Aber mein Gefühl spinnt gerade total. Also diese Tabletten, die Clomiphen-Tabletten, die Wirkung lässt langsam nach. Nichtsdestotrotz bin ich emotional noch sehr empfindlich und sehr am Wackeln und ich habe einfach Angst. Und die ist da, die wird bei allen da sein, die so einen langen Weg haben wie ich. Ich denke, die, die es erlebt haben, verstehen es. Für alle anderen Leute, ihr wisst nicht, wie das ist, wenn man nur 2, 3 Monate braucht und dann schwanger wird, glaubt mir. In der Zeit habe ich noch gelacht, also wirklich. Ja, ich weiß nicht, was ich groß sagen soll. Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir uns entschlossen haben, den nächsten Monat, also jetzt den Mai, kein Clomiphen mehr zu nehmen, weil wie gesagt, das bringt mir nichts vom Gefühl her, das passt mit mir einfach nicht überein. Den will ich lieber weglassen und den Monat einfach abwarten oder ganz normal eben vorübergehen lassen. Und ich habe jetzt auch schon in der Kinderwunschklinik angerufen, um mal einen Termin auszumachen, denn ich weiß es nicht, letzte Chance. Entweder die können uns helfen oder eben nicht. Aber ich merke einfach, die Zeit ist erreicht, 2,5 Jahre sind rum und ich packe das so sonst einfach nicht mehr, immer abzuwarten und zu gucken und nicht zu wissen, was Sache ist. Ich brauche jetzt Antworten, ich brauche Aufklärung, ich brauche Vorschläge, was man machen kann und nicht immer dieses, ja, wart doch ab und es wird schon und manchmal dauert es halt und nicht drüber nachdenken. Ich brauche jetzt einfach was Handfestes. Endlich eine Aussage, endlich eine Diagnose. Wieso, weshalb, warum? Das brauche ich so sehr. Und ich habe in der Kinderwunschklinik angerufen, die ist von uns 1 Stunde entfernt.
Und da es bei uns im Mai nicht geht, zeitlich, dass wir in die Kinderwunschklinik fahren, habe ich für Juni einen Termin ausgemacht. Und dann hat sich es natürlich auch noch recht weit nach hinten geschoben. Ich habe eigentlich gehofft, ich schaffe es am Anfang. Aber wir sind nicht übereingekommen und haben jetzt quasi am 25.06. unseren ersten Termin in der Kinderwunschklinik. Das ist ein Tag vor meinem 32. Geburtstag. Und ich habe dann auch gefragt, wie das läuft, weil das Spermiogramm zum Beispiel von meinem Mann ist ja jetzt schon 1,5, 2 Jahre her, 2 Jahre sogar schon her. Da hat sie gesagt, weil ich dachte, in der Kinderwunschklinik, die haben bestimmt die beste Technik wegen Spermiogramm, dass man das halt dann vielleicht da macht. Der Frauenarzt hat auch gesagt, kann man auch machen, wenn er am Vormittag kommt, hat man am Nachmittag schon die Ergebnisse. Und ich habe gefragt und die liebe Dame hat zu mir gesagt, wir können es gerne dort vor Ort machen. Das Spermiogramm kostet aber 120 Euro. Oder wir machen es hier bei unserem Hausarzt, Hausurologen sozusagen. Denn wenn man da mit Überweisung hingeht, muss man hier quasi vor Ort beim Urologen nichts zahlen. Wir können es aber auch bei denen in der Kinderwunschklinik machen. Da kostet es aber auf jeden Fall 120 Euro. Und ich dachte mir dann, ja gut, wenn die dafür ein richtig genaues machen, da Spezialisten sind, die da irgendwie wirklich alles abchecken, dann, mei, dann ist es halt so, weil im Endeffekt, wer weiß, ob wir da überhaupt sonst nochmal drum rumkommen. Und sie hat dann nur gesagt, nein, die machen auch kein anderes Spermiogramm als jedes andere Labor. Also sie würde empfehlen, dass wir das vielleicht gleich hier machen und dann die Unterlagen mitbringen. War schon mal so ein bisschen ernüchternd, weil ich ja eben eigentlich irgendwie hoffe, dass so eine Kinderwunschklinik von Equipment her einfach hochklassiger ist. Ich weiß es nicht. Mein Mann war jetzt auch schon beim Urologen und er bekommt seine Ergebnisse aber auch erst am 22. Juni. Also es heißt gerade warten, warten, warten. Ich hänge gerade kurz vor meiner MNT und muss warten, warten, warten. Und Leute, warten ist so ätzend, warten ist so anstrengend und warten ist so frustrierend. Ihr merkt, momentan bin ich am Wackeln. Bitte gebt mir diesen Moment auch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, jeden Zyklus, den man über sich ergehen lässt, der vorbeistreift, ein kleines Stückchen von einem geht dabei immer kaputt und man muss es jedes Mal irgendwie erstmal wieder überwinden. Und so geht es mir eben jetzt. Ich weiß, im Sommer wird es wieder besser. Wir fahren dann nach der Kinderwunschklinik, nach unserem ersten Termin, wo apropos nur beraten wird, sonst nichts. Ich habe auch gedacht, vielleicht guckt mich ja jemand an. Habe ich gefragt, hat sie gesagt, nee, normal tut man erstmal nur reden, wo ich mir denke, ja super, dass die jetzt meine Unterlagen angucken und sagen, okay, komisch, dass es nicht klappt. Das bringt mir nicht wirklich viel, weil so weit bin ich auch schon. Aber naja, aller Anfang ist schwer, so muss es eben sein. Das ist der Gang, der einfach so ist. Und es wird im Sommer dann wieder besser, weil wir im Sommer im Juli, dann direkt nach der Kinderwunschklinik, nach dem ersten Termin, fahren wir erstmal in den Urlaub. Darauf freue ich mich, weil ich merke wirklich, ich muss ein bisschen Energie tanken, ich muss wieder ein bisschen weg von dem Ganzen. Deshalb auch diesen Monat kein weiterer Clomiphen-Zyklus, weil mich das Ganze einfach gaga macht. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen wird. Natürlich kommen dann eventuell auch nicht ganz so viele Updates zu diesem Thema, weil was soll ich sagen? Natürlich, ich werde bestimmt immer mal wieder das Bedürfnis haben, mir die Kamera zu schnappen und loszureden, so wie ich es jetzt gerade auch mache. Aber ihr merkt, es kann auch einfach sein, dass es sich wiederholt, weil ich habe es ja schon mal erzählt, dieses zyklische Auf und Ab. Das ist einfach da. Wie gesagt, diesen Monat ist es sehr, sehr ausgeprägt. Diesen Monat ist es sehr, sehr hart. Und ich bin wirklich am Kämpfen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn einer da draußen ist, der mir sagen kann, hey, du bist nicht alleine. Mir geht's genauso. Weil ich gucke natürlich immer bei YouTube auch nach und sage, gebe einen Kinderwunsch. Und dann ploppen andauernd nur auf von wegen schnell schwanger werden. So wurde ich schwanger. Und also momentan ist es halt einfach irgendwie so, es tut so weh, es ist so verletzend, weil es ist nicht so, dass ich es den Leuten nicht gönne, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber ich fühle mich so alleine, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, eben alle werden schnell schwanger. Ich habe auch in meinem Umkreis niemanden, bei dem das so lange dauert wie bei mir. Niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Und das fällt mir einfach ein bisschen schwer. Und ich habe natürlich auch keine Lust und keinen Elan, jeden Tag oder immer am Wochenende nur mit meinem Mann über dieses eine Thema zu reden.
Und ich wünschte einfach, ich könnte die Zukunft gucken, weil wenn mir irgendeiner sagen würde, in einem Jahr hast du dein Wunder in den Armen, Leute, ich wäre so entspannt, ich wäre so glücklich, ich wäre so befreit, ich wäre so happy. Nur eben diese Gewissheit habe ich nicht. Und das muss man einfach auch mal einem eingestehen. Natürlich, alles wird gut, es sind tolle Ratschläge und lieb gemeint, aber man muss einem einfach auch zugestehen, dass da Ängste sind, die einem keiner nehmen kann. Wahrscheinlich wird es klappen. Irgendwann, irgendwie. Aber versprechen kann man es eben nicht. Das ist jetzt gerade mein aktueller Stand. Das sind meine Gefühle, mein Chaos, mein Auf und Ab. Ich habe auch schon ein paar Infos zusammengeschrieben fürs nächste Update, eben fürs Clomiphene-Update. Und bis dahin würde ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, für euch ist es in Ordnung. Es wird jetzt immer mal so sein, dass ich auch Reiseberichte online stelle oder ein Urlaubsvideo, was ich zusammengeschnitten habe, weil ich einfach merke, das macht mir Spaß, das gibt mir Energie. Und wenn ich über das eine Thema gerade nichts zu sagen habe, dann erzähle ich vielleicht über das andere. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Wenn nicht, kann ich auch nichts machen, dann tut es mir schrecklich leid. Nur das macht momentan einfach, das ist so ein bisschen gerade die Gegenwaage. So der Kinderwunsch, der lässt mich gerade so ein bisschen, der zieht mich nach unten. Eben das über Reisen reden und darüber Tipps geben oder meine Videos zeigen, schiebt mich gerade ein bisschen nach oben. Also aktuell ist das so der Stand. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Und wenn da draußen irgendjemand ist, der irgendwie versteht, wie es mir geht, dem es auch so ging oder geht, ich würde mich so sehr freuen, von euch zu hören. So, jetzt verabschiede ich mich aber. Falls es euch gefallen hat, abonniert mich, lasst mir einen Daumen oben da. Und sonst bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss!